Okay. Das war auf jeden Fall ein Punkt, den wir machen mussten. So. Nee, von hier aus macht es, glaube ich, gar keinen Sinn. Von hier aus komme ich zum Stadtportal. Also eher weniger. Ich gehe da mal über diesen Weg. Komme ich hier über die... Nee. Muss ich gerade mal überlegen. Wie komme ich jetzt? Gut, das ist schon mal ein kleiner Fortschritt, aber noch nicht wirklich viel. Ach, aber so, genau. Jetzt komme ich hier hoch. So. Und dann von hier. Oh, oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich schon wieder runterfliege. Gab es nicht sogar... Nee, ich glaube, das kam erst im zweiten Teil. So, Planen, die wie eine Art Sprungbrett oder wie ein Trampolin funktioniert haben. Ach, von hier komme ich ran. Okay. So, komm mal weg, du. Ein Mega-Äther. Und von hier komme ich zum Hinterhof. Ach so. Das sind wie so eine kleinen Giftherzlosen. Oh, die verwandeln sich ja in Stein. Und ich glaube, man musste immer schnell sein. Oh. Ah, jetzt. Genau. Wenn sie nämlich so silbern sind, dann sind sie unangreifbar. Oh, so. Man hat es gerade gesehen, ich habe allmählich an LP verloren. Jetzt muss man immer ein bisschen abwarten, bis sie wieder ihre normale Farbe haben. Ah, der hat sich jetzt... Okay, und... Na! Und... Ciao. Komm schon. Ciao. So. Also diese Herzlosen sind wirklich unglaublich lästig. Aber naja, gut. So, hier rüber. Jetzt muss ich hier hinauf. Und dort oben ist nämlich das Schlüsselloch. Kiste nehme ich noch gerne mit. Ein Feuerring. Mhm. Ah, und jetzt öffnet sich dieses Tor und damit kommen wir... Kommen wir zum Palastplatz. Und auch weiter. Und dieses Tor war... Ich muss mich gerade überlegen... da, genau, hier gegenüber. Ach, Mann. Ich bin ein wenig zu schnell gelaufen und da konnte ich nicht rechtzeitig noch reagieren, um springen zu können. Gut, machen wir das ein drittes Mal. Warum auch nicht? Ich bleib stehen und springe. Ist manchmal sogar ein bisschen besser. Da sind die beiden, ja. Setting your sights a little high, aren't you, boy? Back to your hole, street rat. I will not allow you to trouble the princess anymore. Jasmine! I'm so sorry, Aladdin. Genie, help Jasmine, please. One wish left. You're making this really easy, you know? So sorry, boy. I'm afraid your second wish has been denied. Aww. Huh? Iago. Natürlich. I'm sorry, Al. Oh. And now, I bid you all farewell.
Attack! Und natürlich ist auch die Vase mit... Oh oh. Die Vase mit Jasmin weg. So, und jetzt haben wir hier wieder ein bisschen was zu tun mit ein bisschen stärkeren Herzlosen. Aber die sind relativ... Oh, ich müsste mal ein bisschen mich heilen, so. Wir müssen natürlich auch noch hinterher und... Ah, komm schon. Ja, die tragen nämlich Jasmin weg. Wir müssen natürlich versuchen, sie aufzuhalten. Oh Gott, wo ist denn jetzt Jasmin drin? Da! Nein! Ich wollte gerade mich heilen, verdammt! Nochmal, natürlich! Entschuldigung! Moment, kann ich noch ein bisschen was hier verbessern? Hatte nicht gerade vorhin Aladdin noch eine bessere AP bekommen? Also mehr AP-Punkte? Hm. Komisch. Da oben sehe ich noch eine Kiste und warum kam... Da kamen wir vorhin noch gar nicht ran, deswegen. Ach so. Ja gut, dann müssen wir das Ganze nochmal machen. Kann ich das... Ach, ich kann sogar überspringen. Wunderbar. Dann müssen wir das nicht nochmal sehen. Wir haben es ja schon einmal gesehen und das reicht. Ah, wir müssen vor allem diese hier erledigen, da die nämlich die Vase mit Jasmin weitertragen. Ja, danke. Oh, jetzt gehen sie weiter. Oh. Au. Müssen wir noch mal ein bisschen heilen, so. Aber wir haben sie gleich geschafft. Jawohl. Das war's. Hier ist noch was so ein bisschen besser. Girlande erhalten. Aber Jasmin ist schon weg. To the desert. Come on, let's move. Leider ist Jasmin schon weg. Das war alles nur ein Trick von Jafar. Leider war das alles nur schon ein Trick von Jafar. Oh. Oh. Aber natürlich müssen wir jetzt erstmal... Nee, Ardo-Wampe. Ich mag nicht gegen die kämpfen. Ganz ehrlich, Ardo-Wampen gehören zu den von mir ungeliebtesten Herzlosen, die man sich so, ja, vorstellen kann. Noch ein bisschen hier LP wieder zurückholen. Oh, wow. Ein bisschen Eis hilft immer, ne? Dich abzukühlen, Ardo-Wampe. Na voll. Ja, doch. Und ab weiter in die Wüste. Dann wieder zurück zu dem Ort, wo damals und auch jetzt wieder die Wunderhöhle erscheint. Die ein wenig korrumpiert aussieht. Man möge sich mal auf die Augen konzentrieren. Der Tigerrachen am Eingang der Wunderhöhle wird von den Herzlosen kontrolliert. Zerschlage die Macht der Dunkelheit. Okay,
Und wir müssen quasi die Augen angreifen. Ich meine, ist ja nichts Einfacheres als das. Wir müssen immer ein bisschen aufpassen. Erstens feuern diese Augen Punkte ab, die uns quasi hinterher liegen. Zum anderen spuckt die Wunderhöhle auch immer wieder Herzlose aus. Aber von hier aus komme ich ganz gut ran, muss ich sagen. Was? Ah, das wird easy. War, jetzt bin ich wieder runtergeflogen, okay. Ei. Wartet mal, ich hole mir mal ein paar von denen her. LP? Oh, sehr geil. Maximum LP, ja voll. Ja, komm schon. Oh, der eine Herzlose musste weg. Hat ein bisschen gestört. Oh, jetzt kommt die Ado-Wampe. Obwohl die so rund, kugelrund ist, ist die doch sehr wendig, muss ich sagen. Wie schnell die sich immer umdrehen kann. So, jetzt ist die wenigstens weg. Jetzt kümmere ich mich wieder um die Wunderhöhle. Na, so. Wenn die mal stehen bleiben würden. So. Ah, jetzt muss ich wieder irgendwas aufmachen. Ja, das meinte ich vorhin nämlich mit den Funken. Aber die Wunderhöhle ist fast fertig. Oh, jetzt kommen die nächsten. Komm schon. Drück dich mal ein bisschen nach unten, dann komme ich besser ran. Oh, oh. Ah, gut. Ich komme jetzt. Ich muss mich gerade mal ein bisschen hier. Kann man nicht. Also ich kam eigentlich immer so ganz gut von hier hinten rauf. Wenn ich mich an die Kämpfe gegen die Wunderhöhle erinnere. Ja gut, Wind bringt einem eine kleine Barriere, das ist gut. So eine kleine Schutzbarriere. Na, wenn du mal hier mal dich ein bisschen runterbeugen würdest, dann wäre ich doch sehr glücklich. Aber Aero bleibt halt auch nicht für lange bestehen. Was? Müsste vielleicht ein bisschen mehr Purzelbaum machen, wenn ich von diesen Lichtkugeln angegriffen werde. Dann entweiche ich denen schneller. Ich muss mich jetzt ein bisschen mehr um die Wunderhöhle kümmern. Ich kann ja nicht die ganze Zeit um die Herzlose kümmern. Oh, jetzt. Ach, jetzt ist das andere Auge noch dran. Okay. Ja, jetzt bin ich drauf. Aha. Jetzt muss ich nur noch rankommen. Jetzt. Na, Sora. Wie die auch wackelt. Ja. Nein. Bin ich wieder runtergeflogen. Blitz. Ich kann gerade gar keinen Blitz einsetzen. Verdammt. Na, komm schon. Jetzt aber hoppa. Jetzt lenkt mich nicht ab hier. Jetzt hatte ich gerade die Möglichkeit. Jetzt komme ich wieder nicht hoch. Anu. Jetzt. Und komm schon. Und. Jawoll. Geht doch. Geschafft. Was ein Kampf. Jetzt kann ich auch in die Wunderhöhle hineingehen.
Sie ist zwar nicht so groß gespickt wie die Wunderhöhle so an sich, aber trotzdem ist sie ja schon ganz gut gemacht, muss ich sagen. So, unten geht's Ort der Relikte. Okay. Nö. Auch hier Art wie wieder Herzlose, natürlich. Überall in diesen Welten. Ah. So, erstmal runter mit dir. Komm dann jetzt hier besser nämlich gegen dich an. Jawoll, ja. So, ein Kistchen. Mega-Ether, auch sehr gut. Oh. Seit wann rollen denn hier Steine entlang? Und da komme ich erst drüber, wenn ich die Kraft von Tinkerbell habe. Ach so, von hier aus. Okay. Na, ich gehe erstmal hier in den Ort der Relikte. Ah. Genau, Abu, mach mal was. Hier ist es Gott sei Dank nicht so, dass alles, was man hier anfasst, außer die Wunder, also jetzt ist es so, alles, was man anfasst, ist verboten. Sondern vielmehr so, dass Abu hier sogar die Sachen anfassen darf. Ach, ich kam sogar hoch. Gott. Ich sag ja, es ist schon sehr lange her. Es ist sehr lange her, dass ich Kingdom Hearts gespielt habe. Und eine größere Kiste. Mal sehen, was drin ist. Eine Protera-Kette. Oh gut, sehr schön. Mal sehen. In der Ausrüstung. Abwehrkraft steigt, aber die LP sinken. Eine Girlande, Maximum LP und Maximum MP steigen. Geringfügig, Angriffskraft und Magie und Rufen steigt. Aber die Angriffskraft, die ist ein kleines bisschen gesenkt, aber die MP steigen auch. Heißt für mich mehr... nee, das kann ich nicht machen. Die AP sinken dann wieder, dafür die LP steigen. Nee. Nichts, was ich gerne eintausche. So, jetzt habe ich auch mehr möglich, also mehr Slots für Magie. Eine verlorene Seite. Eine verlorene Seite von Anzen. Glaube ich, war das. Oder?